herzlich willkommen zurück hier in unserer kleinen, wunderschönen Dirt-Klatsch-Ecke. Nunmehr in Folge, keine Ahnung, muss ich jetzt nachgucken, wenn ich es hochlade. Tja, also das Keyboard-Input-Problem habe ich immer noch nicht gelöst. Werde ich jetzt auch wahrscheinlich erstmal nicht lösen können. Das erste Googeln ergab nicht wirklich ein Ergebnis, außer dass mein Rechner zu langsam ist. Ist jetzt kein Problem, was man ad hoc durch irgendeine Einstellung lösen kann. Denke ich mir mal. Falls irgendwer Experience in diesem Gebiet hat und eine super Idee, möge er sie mir mitteilen. Auf einem der altbekannten Wege. Wir hätten da ja so mehrere Plattformen, auf denen Hilfe. Auf denen was geht. Die Inventory Tweaks schafft es auch nicht immer jetzt, ne? Also, Dings frisst doch einiges an Bandbreite weg hier. Craps. Habe ich nicht gedacht. Wohingegen diese Aufnahmemethode als so ressourcenschonend gilt. Aber anscheinend ist sie das gar nicht. Sie tut bloß so. Jetzt, als ob ich hier irgendwo total hängen bleibe, obwohl da nichts ist. Herrlich. So. Eigentlich wollte ich nach vorne laufen, ich laufe zur Seite. Ja, müssen wir hier mal gleich ein bisschen. Quark. So. Bestimmt ist es in irgendeiner Folge passiert, dass ich das hier alles abgebuddelt habe. Und jetzt fülle ich es wieder auf. Vor 10, 20 Folgen. Na, mal sehen, ob sich daran noch jemand erinnern kann. Ich kann es gerade nicht. Hab auch nicht jede Aufnahme vor Augen. Ah, dammit. Also, was mit diesen hängenden Tasten nervt. Ja, achso, Musik haben wir ja auch immer noch und immer noch und schon wieder und wir hören immer noch Redrum mit dem Album It's Better to Burn Out Than to Fade Away. Ist der einfachste Text am heutigen Tag, ne? Dachte schon Creeper. Wobei. Oh. Toll. So ein Müll. So. Korrigiert. Eigentlich müsste ich jetzt hier den ganzen Sand abtragen, damit es dann... Ich hab keinen Bock drauf irgendwie. Aber essen wir erstmal ein Stück Melone. Das beruhigt die Nerven. Hält mein Dreckvorrat doch länger, als ich zuerst dachte. Plutsch. Okay.
So. Bisschen neue Küstenform hier. Ja, passt schon. Oh, ist aber noch so ewig bis zum Wasser. Muss ich ja hier voll die Gebäude bauen oder ich baue hier einen Park hin? Ich weiß noch nicht. Bin noch nicht ganz schlüssig, was ich hier mache. Weil die Höhle so weit erweitern, dass wir genau bis ans Wasser kommen, war mein ursprünglicher Plan. Hatte ich aber noch nicht gesehen, wie viel Fläche ich dafür überbrücken muss. So viel Fläche überbrücken habe ich jetzt gar keinen Bock. Ich glaube, ich baue hier ein paar kleinere Häuser eher hin. Könnten ja auch total uninspiriert durch andere Let's Plays so ein komisches Lagerhaus hier direkt am Kai aufmachen. Total authentisch, wenn ihr versteht, was ich da meinen könnte. Außer Minecraft. Tut schon weh, oder? Gepfiffen, das wurde bestellt, geliefert. Anonyme Grüße an den anonymen Kommentarsteller für diesen Wunsch. Naja. Nee. Na, eigentlich. Bisschen wenigstens. Nur eine Pixellinie, die mich nervt. Das hier ist der Beste. Der Beste von allen. So, dann will ich mal sagen, erkläre ich das hier noch für Dirtgebiet. So einen schönen Strand vorne dran. Für diejenigen unter euch, die sich jetzt wundern, warum ich das jetzt so tief hier ausschachtel, ist damit die alten Schachteln tief genug verbuddelt sind. Ne? Nein, falls ich hier noch ein bisschen Kies aufschütten möchte. Ja, so wäre es gut, glaube ich. Hier eine entsprechende. Sieht dem aus, auch in der Richtung. Ey, ist das nervig. Naja, gut. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Sand dann. Bisschen jedenfalls. Sand zu haben kann nicht schaden. Macht der Sand, als er in meine Tasche fliegt. Ein sehr sandiges Geräusch, was der Sand da so macht. So, wenn er zu Hause irgendwie sowas. Ach, ey. Was hört wie blubblub, denkt ihr sofort, ach Sand. Es nervt einfach tierisch. Es war
war eine Zeit lang schon mal etwas besser, oder? Da habe ich mich jedes Mal wieder darüber geärgert und mich dann darüber hinwegtäuschen lassen, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Ja, jetzt springt er auch zweimal. Das ist die Frage, ne? Ja, aber das sieht doch hier jetzt fast vernünftig aus. Dass ich hier oben den Strand noch wegmachen muss. Ja, und hier brauchen wir dann Häuser und Zeug und überhaupt. Naja. Das Nacht ist sehen noch alle. Scheiß Grillen. Ja. Zu allen ihren Senf dazugeben. Grillensenf. Leicht zirpsig im Abgang. Das Lied übrigens, was den Namen, die Namensgebung des Liedes so vereinfachte. Das heißt Fade Away. Oh cool, ich habe aber fast die ganze Dörte verbraucht, das ist gut. Das heißt, ich kann, jetzt kriege ich hier schon wieder, ich kann mir noch ein bisschen was mitnehmen. Und den Sand kann ich hier einfach mal so einsortieren. Ja, eine Schaufel könnte ich mir auch mal wieder machen. Wow. Machen wir gleich zwei, ne? Gönnt's ja sonst nichts. Wop. 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 Ist toll. Wop. Super Song. Wop. Traditioneller Aufbau von elektronischer Musik. Minimalistisch mit Wop. Wop. Das ist toll. Wop. So. Dann füllen wir doch hier mal den Rest noch auf, ne? Haben wir jetzt hier so schon uns eine schöne Kante überlegt, an der das enden soll. Und falls die Tastatur... Dass er manchmal weitergeht, ist weniger nervig, als dass er manchmal gar nicht erst anfängt zu laufen. Ja. Ich nehme alles zurück, ist beides genauso scheiße und doof. Übergangsmäßig übergehen. Das ist super. Übergangsmäßig übergehen. Leere Wortfetzen.de. Übergangsmäßig übergehen. Hui. Wieder sieht es ja aus, als ob ich wüsste, was ich tue. An dieser Stelle wirkt es wieder so, als ob ich heute den ersten Tag Minecraft spiele. Aber genau diese Mischung ist es, die es ausmacht. Das wirkliche Real Crafting. Ja, toll. Geh weg. Ich
wollte ja auch immer schon mal einen Gesprächsfetzen-Blog aufmachen. So bei Twitter. Twitter/Gesprächsfetzen. So Sachen, die man so aufschnappt, wenn man Aufzug fährt oder ähnliches. Da hat man immer so halbe Sätze. Die können dann je nachdem, also situationskomikmäßig, können die ja total lustig sein. Sind sie bestimmt im Nachhinein überhaupt nicht mehr. Aber man könnte es ja mal aufschreiben und es mal probieren. Ob es dann vielleicht lustig bleibt. Habe ich eigentlich schon gesagt, was wir hören? Ich glaube schon, oder? Ich habe es gesagt. Ganz am Anfang sagte ich es. Nach dieser anstrengenden Terraforming-Operation würde ich sagen, mache ich auch mal wieder ein Päuschen. Mich hier schon wieder alles nervt. Vor allem nervt mich Minecraft dadurch, dass es nicht das tut, was ich drücke. Wenn man weitergeht und dann macht es wieder nichts und so. Das ist super. Ist immer so kurz davor, seine Eingabegeräte zu demolieren. Obwohl die gar nichts dafür können. Na, bestimmt haben die einen. Hallo. Ein gewissen Anteil. Probieren wir es jetzt aus. Springen. 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 Solange man an einer Stelle stehen bleibt, geht's. Springen. 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 Ja. Einen hat er immerhin schon wieder verpasst. Nicht mehr, schafft, alle Input-Events abzuarbeiten, die einfach verschütt gehen auf dem Weg zum Spiel, ist echt nervig. Das nur, weil dieser Rechner mal an seiner Lastgrenze operiert. Windows scheint immer so lange gut zu laufen, solange noch 50% der Ressourcen verfügbar sind. Als bald das so an Last gerät, macht das total wilde, obskure Dinge. Aber ja, es ist nun mal so, wenn nicht gar anders oder total so, wie man jetzt nicht glauben mag. Na, auf. So, hier machen wir es auch mal tiefer. Ja, beschlossen, das ist hier der Ausgang oder ähnliches. Ja, falls ich es wieder anders beschließe, kommt er wieder Cleanstone rein. Könnt ihr ja erstmal kurz hier entsprechend machen. Glück. Siehst du, ich muss ja auch noch telefonieren. Dann mache ich das gleich mal. Wollte ja eben Päuschen machen. Ach, super. Schon wieder ein zu weit gebuddelt. Naja. Der Beschiss fällt doch fast gar nicht auf. Machen wir das gleich mal hier so. Fertsch. Wenn wir fertig sind, dann legen wir die ganze Sache hier nochmal mit Dirt aus. Oh. Die Dirt hier nicht umsonst mitgebracht haben. Das wird schön nach vorne laufen, hat nicht funktioniert. Das wird ich da einfach hinlegen, hat nicht funktioniert. Ist das alle nervig mit dem Scheiß-Frips hier. Aber was macht der denn? Macht der den IO-Bus so dicht mit seinen Festplatten? Strom da. Dass überhaupt nichts mehr ankommt. Dass der so viele Input-Events verliert. Was ist jetzt ein Bug? Ist das ein Bug? Ist das ein Feature? Nein! Es ist einfach beschissen, weil ich zu wenig Erde bei habe. So ein Rotz. Ist mir egal. So, hier Erde geräubert.
da nicht weniger natürlich aus als vorher. Die Kante so machen. So ein bisschen noch abrunden. Schon wieder 29 Erde. Supi. So, damit haben wir hier alles in Erde. Dort liegt. Können wir da irgendwie, keine Ahnung, Glasfront reinzimmern oder weiß der Teufel. Muss dann überlegen, wie wir rüber zum Wasser gelangen. Ah, da fehlen noch Gebäude zwischen. Ja, gleich noch bauen. Kleines Hotelchen, Lagerstätte oder so. Vielleicht ziehen wir jetzt hier wirklich alles aus dem Haus raus. Wobei es mir hier eigentlich gefällt. Achso, vor allem das Lager über den Eingang zum Keller. Das ist super. Ein super Lager. So, sorry, noch Pflastersteine. Sand. Naja, die zwei Sachen können wir noch ablegen. Le Sand. Le Pflasterstein. Achso, ja. Stickies brauche ich noch neu. Upsi. Hä? Komisch. Gut, dann will ich mal sagen, Päuschen, bis gleich.